Nach einem Grillfest in Augsburg wurde der AfD-Politiker Andreas Jurke angegriffen und verletzt. Der Politiker selbst geht davon aus, dass dieser Angriff auf seine Parteizugehörigkeit zurückzuführen sei. Es habe sich um Südländer gehandelt, sagt Jurke. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen, dass sie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln. Ob es tatsächlich ein politischer Angriff war, ist derzeit aber noch unklar. In der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Wochenende kommt der AfD-Landtagskandidat Andreas Jurke nach eigenen Angaben von einem Grillfest in Augsburg-Oberhausen. Ist mit einem Parteikollegen von der AfD auf dem Heimweg, als er von einer größeren Gruppe angesprochen und ohne weitere Vorwarnung körperlich angegriffen wird. Die Folge: Gesichtsverletzungen und ein angebrochenes Sprunggelenk. Der 35-Jährige vermutet einen politischen Hintergrund. Ja, die Motivation ganz klar, AfD. Feindbild und alle, die für die AfD stehen, Feindbilder sind. Das kann ich mir durchaus als Motivation vorstellen. Die Polizei ermittelt. Gewalt gegen Politiker nimmt stetig zu. Am häufigsten betroffen die AfD. Nach Zahlen des Deutschen Präventionstages gab es im Jahr 2021 660 Angriffe auf Vertreter der AfD. 617 Mal waren Politiker der CDU betroffen. Angehörige von Bündnis 90 Die Grünen traf es 454 Mal. 445 Fälle zählt die Statistik bei Vertretern der SPD. Hier ist das Wesentliche wirklich zu sagen, dass der Ton in unserer Gesellschaft allgemein sich verschärft, wahrscheinlich getrieben durch die sozialen Medien. Die AfD selbst macht auch Politiker anderer Parteien verantwortlich, kritisiert die Veröffentlichung von Privatadressen durch die Antifa und insbesondere die anschließende Verbreitung durch das Landeskriminalamt Hessen. Auch die Aussage von Bundespräsident Steinmeier, man solle die Verächter der Demokratie in die Schranken weisen, stößt in der Partei sauer auf. Steinmeier hat die AfD allerdings nicht beim Namen genannt. Da ist zunächst einmal persönlich nichts dran. Man kann nicht den Bundespräsidenten oder andere Politiker als Personen für die Gewaltbereitschaft gegen die AfD verantwortlich machen. Wahr ist aber auch, dass seit dem Aufkommen der AfD es nicht üblich gewesen ist, sich mit AfDlern und ihren Positionen inhaltlich auseinanderzusetzen. Andreas Jurke will es in Zukunft vermeiden, alleine oder zu zweit in der Nacht in Augsburg unterwegs zu sein. Von seiner politischen Arbeit will er sich nicht abbringen lassen.